Willkommen zu Part 2 von Pikmin 1. Journey von mir, den Yoshi Tendo. So, im ersten Part haben wir die Absturzstelle gemacht und ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt zum nächsten Gebiet und zwar Wald der Hoffnung. Und ja, wir wollen natürlich auch landen. So, falls jemand das Spiel immer noch nicht begriffen hat. Ja, aber langsam. Also wie gesagt, wir müssen unsere ganzen Leute züchten, dann müssen wir Gegner besiegen und ich hoffe, das Spiel stürzt jetzt nicht ab. Los, knack, dankeschön. So. Das passiert nämlich, wenn man sich gebrauchte Spiele kauft. Dann brechen wir jetzt die Spiele ab. Geil. So, die Zwiebel ist natürlich wieder bei uns. So, mein Dolphin ist zusammen mit der Pigment-Zwiebel. Lalala. So. Und jetzt sehen wir auch zum ersten Mal Zeit, da oben die Sonne. Das war im letzten Part noch nicht und letzten Tag. Von daher, ja. Und jetzt muss man auch strategisch vorgehen. Das heißt, der eine sammelt hier die Blumen. Der andere macht dafür wieder das hier, die Mauer. Ja, die meisten wollen die gerne haben. Dann hebe ich mir noch so einen auf. Ich glaube, hier war noch was. Genau, hier Gras. Ist auch wichtig. Guck mal her. Mach mal hier ein bisschen Gras. So. Da ist auch schon gerade gefunden. Und es ist selbst gesoffen. Noch eine hochinteressante Entdeckung. Es gibt hier eine Anzahl von Pflanzen, die einen gelben Nektar produzieren. Trinken Pikmin diese Flüssigkeit, so werden sie sofort zu Blumen. Diese Lieblingsspeise der Pikmin ist äußerst nahrhaft. Nähere Untersuchungen sind unbedingt notwendig, um die Stärke und Eigenheiten dieser Blumenpigment zu erkennen und zu bestimmen. Ja, Blumenpigment sind schneller. Ja. Und ihr macht mal weiter gleich. Dann ziehen wir die nächsten Leute raus. Kadetten. Ihr könnt sie auch Kadetten nennen. Wäre auch nicht schlechte Idee. So, dann macht ihr auch nochmal hier so ein bisschen. Zalala. So, hier haben wir noch was. Ihr seid fertig da oben. Ne, noch nicht ganz. Ja gut, dann wird reichen der Honig. Ich nenne ihn Honig. Jetzt sieht aus wie Honig. Ja gut, Nektar muss man eigentlich nennen, aber egal. So, da trinken auch schon wieder die ersten. Ich glaube, da oben ist eigentlich nutzlos. Egal. So. Und da sind wir auch schon den ersten Gegner. Ein kleiner Punktkäfer. Aber ey, die Gegner werden noch lustiger. Seht ihr da hinten den Fettwanz, wo der Cursor gerade ein bisschen drauf zeigt? Die sind lustiger. So, los Leute, bald euch. Wir haben nicht mehr Zeit, haben wir. Ja gut, wir haben schon Zeit. So. Erstmal ein bisschen Nektar saufen. So. Ja, ich glaube, das wird erstmal reichen. Ja, ich werfe die auch immer wieder. Ach, egal. So, kommt alle mit. Haben wir alle 28? Nö. Komm mit, der eine. So, geht doch. Da will ich mal vorstellen, gehen wir auch gleich zum ersten Gegner. Wo ist er denn da? Komm bitte, besiegen, besiegen, besiegen. Ja, wir haben ihn besiegt. So, mal der allererste Gegner in diesem Spiel. Besiegte Gegner. Komm, 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 einfach, komm, noch einer, noch einer, nee, ne? Gut, dann mach ich gleich weiter, lalala. Und den ja auch nochmal abtransportieren. Ja, gut so. Hier ist nochmal ein paar rote Blumen. Einfach alles kaputt, man hier, bitte. So, alles auch nehmen hier, bitteschön. Wir müssen nämlich schön farmen. Dann ist hier noch eine kleine. So. Komm mal runter da. So. Stopp, Leute. Ja, schöne viele Pigment-Samen. So sind schön. So sind schön viele, viele Pigmenter. So, damit haben wir schon 46, ist schon eine gute Zahl. Und ich werde es so machen, dass ein Part ein Tag lang ist. Also ja. So werde ich es machen, denn ja. Kann eh von über 15 Minuten hoch dann. Deshalb mache ich es so. Ja, kommen alle hier einsacken. So, ich glaube, ja, noch was? Ja, nee, noch. Der eine ist gerade hingeflogen, hat man gesehen. Einfach die letzten nochmal sprießen lassen.
Und. So. So 48 haben wir schon mal als ein guter Anfang. Und ja, dann will ich mal vorstellen, mal mit dem nächsten Gegner, diese kleinen Punktkäfer. Ah, das ist schon ein bisschen schwer. Nee, eigentlich nicht. Nee, einfach. So, und da ist auch schon gleich das nächste. Fille. Hat den Fetten da schon fertig gemacht? Ich weiß noch nicht. Wie so viele. Die brauchen wir auch nicht. Einfach alles hier mal einsammeln. Einfach einsammeln, Leute. Ja, so ist gut. So, wie viel braucht denn das hier? Hey, da ist ja der Kraftstoffdynam. Er sorgt für eine schier unerschöpfliche Energieversorgung. Nun brauche ich mir um zur Neige gehende Energieversorgung keine Reserven. Keine Gedanken mehr zu machen. So wird mein Kampf ums Überleben doch etwas leichter. Also, wie viele braucht der? 40. Okay, haben wir ja schon. Dann machen wir noch die Blumen. Ein bisschen Blumen, Blumen, Blumen. Und dann wieder auch die Blumen mitnehmen. Einfach alle mitnehmen. So. Ja, am Anfang heißt es immer farmen, also halt herstellen oder halt ja züchten. Und ich meine, die Zeit reicht aus. Also noch ist noch nicht so schlimm die Zeit vergangen. Dann machen wir die nächsten Pflücken. So. Wenn man sie auch länger am Boden drin lässt, dann kriegen sie eine Knospe und eine Blume dann später auch noch. Aber erstmal muss man die alle erstmal rausreißen aus dem Boden. Denn das ist erstmal wichtig. Immer schön alle Leute mitnehmen. Zack, zack. Immer schön AA drücken. So. Ne, da war nichts mehr. Okay. Ich will die doch nur nehmen. So, dann haben wir hier noch einen. So, 70, 71 haben wir. Wo soll ich bitte deine letzte Pfiff finden? Ist hier noch einer eingegraben? Nö. Nö, nö. Nö, wo ist er denn dann? Ja, irgendwo muss er schon sich rumfinden. Egal, ich würde jetzt mal vorschlagen, ja. Haben wir uns schon gleich an den Fetten daran, oder? Ach, ich weiß noch nicht. Ich bin auch bei Fette bin gerade noch ein bisschen vorsichtig. Einfach mal hier kurz vorbei. Und dann. Volle Packung rauf da! Einfach volle Packung auf den Rücken. Aber jetzt nimmt er, glaube ich, gerade schon die ersten zum Essen bereit. Hat er die gegessen oder nicht? Nö, alle noch am Leben. Das ist schön. Ja, nehmt euch den Fetten. Komm, nehmt euch. Geht doch. Sondern die anderen 40, bitte das. Den Kraftstoffdynamo. So. Und die, die keine Hobbys haben, nehmen sich den hier. Und den da. So. So, alle helfen sie hier mit. Bitteschön. So, und du Kleiner kannst ja schon mal versuchen, die Mauer aufzuziehen. So. So, dann habe ich schon mal den ersten Tag hier gut abgeräumt, finde ich. Und wir haben immer noch so viel Zeit, also von daher. Ja. Werden wir noch viel erreichen. Ach, kommen sie alle hier langsam. So, und da haben wir auch schon den Kraftstoffdynamo im Schiff drinne. Ja, so wird das Schiff immer schöner. Der Kraftstoffdynamo, ja. Also ich will euch nicht alles vorlesen. Von daher nur das Notwendigste. Denn in diesem Spiel wird echt viel, ja, wird echt viel gesagt. So, meine Uhr klingelt, zeigt mir an, dass bald Mittag ist. Ja. Monitordaten, ja, also wie gesagt, stelle ich meinen Monitor, ja. Also wie gesagt, wenn der Tag um ist, müssen alle Pigment in der Nähe der Zwiebel sein. Oder halt in der Zwiebel drin sein. So.
Und ja. Ja. Und wenn sie das halt nicht sind, werden sie halt von den Nachtkreaturen gefressen. Ganz tragischen Tod werden sie dann erleiden. Ich meine, irgendwie soll ein Pigment fehlen, aber ich wüsste nicht wo. Weil der sagt mir, Team 80 sind auf der Karte. Na gut. Also wie gesagt, die erste, ich zeige euch mal unten. Die erste sind, wie viel Pigment ich zurzeit trage. Die zweite ist dafür, wie viele Pigment gerade auf dem Feld dran sind. Und die dritte ist für, wie viele Pigment ich insgesamt habe. So, man muss rennen mal die nächste Mal und dann auch schon der nächste Fettbanks. Ah, kann gleich lustig werden. So Leute, macht einfach ein bisschen hinne und dann ist es gut. Ja, der nächste Fettbanks da vorne. Das kann lustig werden. Na los, Beeilung. Oli mehr hat Langeweile. Oli mehr. So, das nächste ist jetzt gerade ein bisschen fieser. Ah, scheiße. Ja, so wollte das jetzt nicht anfangen. Ich glaube, da könnte schon ein bisschen scheiße gleich werden. Einfach raufpacken, packen, 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 packen. Los, 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 los. Los, 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 los. Nicht essen jetzt halt. Hallo, was macht ihr denn? Meine Güte. Ja, Leute. Ah, gut, da brauchen wir die schon, die Dinger. Gut, und da ist auch schon die neue Zwiebel. Von daher wieder alle roten Eck jetzt hier. So, ihr bleibt jetzt stehen. Wir gehen jetzt nämlich zur neuen Zwiebel hin. So, jetzt haben wir auch eine gelbe Pigmentart. Mal gucken, was die besser kann. Na los. Lups. Ja, dieses Pigment hat Ohren und die roten haben Nasen, habe ich vergessen zu sagen. Aber nun gut. Die Farbe ist unterschiedlich, aber es handelt sich dabei doch um ein Pigment. Das erste Pigment offenbart einige Kreise wohl Riesen. Ohren genannt wird. Es sieht außerdem leichter als die anderen aus. Wie unterscheidet es sich wohl von den roten? Ja, die können höher fliegen. Fliegen. Und mit fliegen meine ich echt höher fliegen. Und da ich die roten gerade nicht mehr gebrauchen kann, schicke ich mal kurz wieder die Zwiebel zurück. Die können wir gerade nicht mehr gebrauchen. Und ein Chipsteil will ich vielleicht echt noch holen. Von daher, ja. Alle jetzt zurück in die Zwiebel. Dann haben wir auch schon gleich 99 aus dem Feld. So, ich habe schon wieder eine Pigment-Entdeckung gemacht. Gerade als ich genau 100 Pigment im Feld hatte. Lalala. So, die anderen Pigment werden jetzt halt, wie gesagt, in der Zwiebel drin weitergeführt. Von daher erstmal alle rein hier. Ich brauche gerade nur die gelben. Dankeschön. So, die anderen können da gerne drin stecken im Boden. Können sich die Nährstoffe nehmen. So, wir kümmern uns jetzt erstmal nur um die gelben und hier ist noch ein roter, warum auch immer. Kommst halt mit, mein Kleiner. So. Obwohl ich keinen Stick gebrauche, den roten. Da kann ich wieder den roten nehmen. Komm, einfach mal auseinandernehmen. So, komm, einfach hier machen. Einfach immer nehmen, die ganzen Blumen und Tabletten oder was weiß ich, verdammt sein soll. Oh, ich hätte mir vielleicht die Roten noch aufsparen sollen. Hä, wo haben wir sie noch gemacht? Dann nehmen wir den dann noch. Vielleicht doch ein blöde, doch vielleicht ein bisschen blöde gemacht. Ach, dann hole ich nochmal gleich schnell die Roten. So, drei Viertel des Tages ist um. Und ja, es läuft gut, finde ich. Jetzt habe ich die wieder hochgeworfen. Hey, sag mal, hör ich jetzt auf die Hoch zu werfen? Oh, immer. Oh, Mann. Sag mal.
einfach mit euch. Und der kommt alle her. So, jetzt haben wir da alle 9. So, und die können auch noch Bomben tragen. Ja. Das ist halt schon ein bisschen gefährlicher. Hier sehen wir sie auch gerade mit Bomben tragen. Das gelbe Pikmin hat einen seltsamen Stein aufgehoben. Aus welchem Grund hat es das getan? Es scheint eine instinktive Handlung des gelben Pikmin zu sein. Aber was sind das für seltsam leuchtende Steine? Hellstrahlende Risse durchziehen ihre Oberfläche. Sie sind vielleicht ein Zeichen für die Kraft, die in ihnen stecken. Das ist aber vorher unbedingt weitere Nachforschungen. So, habt ihr alle Bomben? Weil wir jetzt schon die Bomben, Leute, haben. Und dann kommt schnell zurück. Nein, wo mache ich denn für einen Schiss? Das ist zum Kotzen. Ja, ist ja J. Und jetzt nochmal. Auf. Gut. Auf ist die Scheiße. Ich fliege eigentlich nur schnell mit den Roten dahin. Ja. Also ihr macht noch schnell hier und dann geht ihr noch schnell mit den Roten hin. So, kommt. Räumer, Beilung. Obwohl, das schaffe ich nicht mehr. Nee. Ich glaube, damals war ich besser. Da habe ich, glaube ich, 3 am Tag geschafft hier. Da die haben jetzt schon Knospen, wie man alle sieht. Auf 50. Ich hoffe, das reicht noch. So. Kommt raus, meine Leute. Ich weiß nicht, ob das noch reicht für das nächste Teil. Nee, das reicht gar nicht mehr. Das wird nicht mehr reichen. Eigentlich ist das jetzt totale Zeitverschwendung. Ja, egal. Ne, der Tag ist halt zu Ende. Ja, der Tag ist halt zu Ende. Bringt mir nicht mehr viel hier. Ja, genau. Ich fresse natürlich vor die Fresse. Jetzt kommen diese nervigen Viecher da gerade. Ja, mein Sonderradar, kommen die anderen noch? Einfach besiegen diesen Arsch hier, ich hasse die. Ja, jetzt geht's leider, jetzt geht die Scheiße los. Ey, ich lass alles hier. Und alle mit. Ah, du hast noch einer gefressen. Ich lass alles hier. Ich komme jetzt, konzentriere mich jetzt gerade nur noch auf die andere. Also, ich konzentriere mich jetzt nur noch auf das Radar. Das ist ein bisschen doof sein. Wo sind ja die anderen Pigment? Ah, so, Zwiebel. Konzentriere mich gerade nur noch auf das Radar, Leute. Glaube ich, gerade wichtiger. Ich hoffe, ich habe kein Pigment vergessen, da ich noch kein Radar habe. Da sind noch welche. Das ist komplett der entscheidende Countdown. Jetzt haben wir ein Pigment ein, aber sie sind verloren. Yay! So einfach ein bisschen so machen. Ich werde keine Nacht vergessen. Hey, wir kriegen sogar noch einen Backen mit dem Teil. Lol. Das war doch nochmal schön. Da wir das Teil noch hingekriegt haben, das ist doch schön. Sonderbarer Radar. Der wichtigste Teil spielt die anderen verlorenen Teile auf. Ich weiß. Das ist das Beste. Aber man kann auch nicht mehr mit Plus aufrufen, die ganze Scheiße. Aber ich muss jetzt einfach nur noch dagegen pfeifen und hoffen, dass ich auch echt alle Pigmen habe. Ich glaube, ich habe alle. So. Haben wir das ja auch mal wieder geschafft.
Und da fliegt wieder unser Olimar ab. Haben wir echt einen vergessen? Wenn ja, dann wird jetzt hier gleich ein Pikmin gezeigt. Nein, wir haben keinen vergessen. Gut, haben wir Glück. Oh, haben wir Glück. Das ist doch schön. So, zwei Teile seit Absturz. Ja, ja, offen viele Teile. La, la, la. Offensiv Leben, Transform, la, 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 la. So, ganz oben sind die Roten. Im Kampf verloren, 5 schon. Naja, gut. Zurückgelassen will ich auf jeden Fall auf 0-0 bleiben. Da soll keine 1 hingeschlichen kommen. Gut. So, würde ich vorschlagen, wir machen im nächsten Part weiter, wenn es wieder ist. Let's play Pikmin 1, Germany von mir. Nintendo, bis dann, sag ich. Ciao, euer Nintendo.